Herzlich willkommen auf Minitechnik. Heute zeige ich Ihnen die neue Embedded-Version des Pico IDX Mainboards von Vir Technologies. Das Pico IDX Mainboard ist eigentlich ein ganz kleines, miniaturisiertes Mainboard im 2,5 Zoll Format. Das heißt, das ist genauso groß bzw. so klein wie eine Notebook-Festplatte. Im Vergleich zu einem normalen Mini IDX Mainboard sieht man, wie klein das Pico IDX Mainboard tatsächlich ist. Es nimmt weniger als ein Viertel der Fläche eines Mini IDX Mainboards ein. Der Unterschied der Embedded-Version des Pico IDX Mainboards zum ersten Modell, dem PX 10.000G, ist eigentlich nur, dass zum Beispiel hier die Ausgänge für VGA, der LAN-Port und die Anschlüsse für den Strom fehlen. Das heißt, die sind nicht direkt integriert worden. Das hat auch seine Gründe. Diese Embedded-Version soll nämlich dazu verwendet werden, in ganz kompakte Embedded-Systeme integriert zu werden, wo zum Beispiel nur entweder gewisse Anschlüsse benötigt werden, die dann mittels Kabel an das Gehäuse weitergeführt werden, oder dass man entsprechende Aufsteckmodule dafür verwendet, mit denen man dann zum Beispiel die gewünschten Anschlüsse bestimmen kann. Voraussichtlich wird es wahrscheinlich verschiedenste Varianten dieser Module geben. Hier haben wir zum Beispiel das Aufsteckmodul mit VGA-Ausgang, einen Serial-Port und den Anschluss für das Netz. Sowie dieses Modul unterstützt 4 USB-Schnittstellen, die Audioschnittstellen und weitere Header-Pins. Hier direkt integriert befindet sich ein Serial-ATA-Anschluss für moderne Festplatten. Das heißt, mittels Kabel kann man solche Festplatten direkt anschließen und einen PA-Anschluss mit 44 Pins für Slimline-optische Laufwerke. Auf der Rückseite gibt es hier eine Speicherbank für ein Notebook-Speichermodul. Unter diesem großen Aluminium-Kühlkörper mit einem kleinen 40 mm Lüfter befindet sich ein VIA CCN-Prozessor mit 1 GHz Taktrate und der VIA VX 700 Chipsatz. Das neue Pico IDX Mainboard von VIA ist besonders für Industriekunden interessant, die das System den eigenen Wünschen anpassen, entweder mit entsprechenden Modulen, die man kaufen kann, oder indem man selbst die Pin-Header am Mainboard verwendet und die dann mit entsprechenden Anschlüssen via Kabel verbindet. Das Mainboard soll ab sofort bei Distributoren wie Dragant zur Verfügung stehen und einen Kurztest finden Sie in Kürze auf www.mini